Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind noch auf Mana Aan und haben den imperialen Frachter abgefangen. Wir sollen jetzt nochmal zur Verladeplattform zurückkehren und Admiral Rava kontaktieren. Das machen wir mal. Meister Jedi, gut. Die Abgeordnete Nulo hat sich geweigert, irgendetwas ohne euch zu besprechen. Ich wollte euch beiden persönlich für eure Tapferkeit bei der Bergung von Colonel Gallo und ihrem Team danken. Ja, gern geschehen. Das war die einzige Möglichkeit. Colto lässt sich ersetzen. Das Leben guter Leute nicht. Ja, natürlich. Verzeiht mir meine Offenheit, aber was ihr getan habt, hat viele meiner Kollegen überrascht. Wir sehen nicht oft Fremde, die an derartigen Idealen festhalten. Schon gar nicht im Krieg. Das gestohlene Colto ist schon unterwegs an die Front. Das wird uns bei der bevorstehenden Offensive teuer zu stehen kommen. Eine Sache wäre da noch. Jemand, der sich noch erholen sollte. Alles klar, Nulo. Colonel Gallo? Wie ich höre, habt ihr mein Team aus einer misslichen Lage gerettet. Das werde ich mir merken. Wir alle. Geht es euch denn besser? Freut mich, dass ihr wieder wohlauf seid, Colonel. Es braucht schon mehr, um mich loszuwerden. Solltet ihr euch eines Tages mal wieder hierher verirren, bezahle ich. Admiral Rava, wir sollten uns über die Flugabwehrgeschütze unterhalten, mit denen ihr meinen Ozean zumüllen wollt. Natürlich, Colonel. Ich bin hinsichtlich ihrer Standorte offen für eure Anregungen. Okay, rede mit Ahn. Mal sehen, wo wir ihn finden werden. Wahrscheinlich da drüben. Wirklich schön hier draußen. Ich hatte kaum Gelegenheit, mich umzusehen. Alles ging viel zu schnell. Ist das bei euch immer so? Nein, das war wirklich ungewöhnlich. Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte, als ich euren Notruf hörte. Das alles jedenfalls nicht. Ging mir genauso. Ich sah die imperiale Flotte und als nächstes kämpfte ich mich schon durch ein untergehendes Schiff. Aber anscheinend werdet ihr immer auf die Probe gestellt. Als solltet ihr ein Jedi werden. Ihr wisst schon. Prüfung des Könnens, des Mutes und des Fleisches. Das volle Programm. Ich wusste, dass es für mich hart, vielleicht sogar unmöglich werden würde. Meine Zweifel waren größer, als mir jemals bewusst war. Und trotzdem habt ihr bestanden. Ahn, ihr seid ein Jedi. Nach allem, was ihr durchgemacht habt, habt ihr es geschafft. Ich weiß. Ihr habt recht. Tau hatte auch Probleme mit Zweifeln. Aber sie waren für sie nie ein Störfaktor. Das habe ich gemeint, als ich fragte, ob es immer so ist. Ihr habt so viel geleistet. Hattet ihr jemals Selbstzweifel? Ja, natürlich. Wenn viel auf dem Spiel steht, gibt es kaum Sicherheit. Das verstehe ich. Es tut mir leid, dass meine vielen Fragen nicht allzu viel Sinn ergeben. Ich bin wegen eines Gerüchts aus den Jedi-Archiven nach Mana Aan gekommen. Ein erfahrener Jedi-Meister hat sich hier draußen versteckt. Am Anfang haben die Selkath alles geleugnet und jede Hilfe verweigert. Ich wusste gar nicht warum. Ich wollte nur dafür sorgen, dass er wusste, dass er bei uns sicher war. Dass er sich nicht mehr verstecken musste. Habt ihr ihn gefunden? Nur sein Grab. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Er hatte die Selkath gebeten, nicht zu verraten, wo er begraben ist. Warum wohl? Taten, nicht Ruhm. Vielleicht dachte er, seine Taten als Jedi wären wichtiger als die Kunde davon. Wir werden es nie erfahren. Ich würde gern glauben, dass meine Suche nach ihm, die mich hergebracht hat, um mitzuhelfen, das alles zu beenden, irgendwie sein letzter großer Dienst war.
Meine Crew will ein Update. Wir werden auf Manan bleiben und sehen, wie wir helfen können. Wir sehen uns bestimmt mal. Bestimmt, Ahn. Sehr schön. Meister der Meere. Haben wir als Erfolg abgeschlossen. Du hast alle Story-Missionen von Legacy of the Sith auf Manaan abgeschlossen. Befreiung der Meere und Dezimierung auf See. Das ist dann wahrscheinlich die Sith-Seite gewesen. Und hier, genau, aus heiterem Himmel haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Gut, wir wollen Ruinen von Null beginnen. Hey, Ahn hat gesagt, dass ich euch hier finde. Ich wollte schon immer mal nach Manan, aber der Krieg war vor mir hier. Schrecklich. Es wird bald besser. Wir haben das Imperium zurückgeschlagen, aber das wird nicht lange so bleiben. Ich war besorgt, was Ahn angeht, bis ich hörte, dass ihr auch hier seid. Ich bin froh, dass ihr zwei so viel ausrichten konntet. Tut mir leid, dass ich euch so schnell wieder behelligen muss, aber wir haben den Kontakt zu unserem Team auf Ilom verloren. Das Team, das die Ruinen von Darth Nuls Festung erkunden sollte. Ich war mit den meisten von ihnen auf Ossus. Sie sind die Besten. Hier geht's nicht um defekte Geräte. Und es ist auch niemand am Funkgerät eingeschlafen. Irgendetwas ist passiert. Wir müssen der Sache nachgehen. Dann lasst uns aufbrechen. Ich kann sofort aufbrechen. Wie kommen wir hin? Also ich hatte gehofft... Weicht ihr mir schon wieder aus? Ich dachte, das hätten wir geklärt. Euch hatte ich hier nicht erwartet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, wie sie von all dem hier erfahren hat. Dinge zu erfahren ist mein Job. Ihr sagt das, als wäre das beruhigend. Ich finde die Wahrheit immer beruhigend. Ich hole nur kurz ein paar Sachen. Treffen wir uns auf dem Schiff? Lana. Ja, wir treffen uns auf dem Schiff. Die Freunde sind wirklich lustig. Sie ist zu Recht besorgt. Wir wissen, dass sich Malgus für Darth Nul interessiert. Wenn er beteiligt ist, dachte ich mir, ich helfe euch. Das weiß ich sehr zu schätzen, ja. Ich freue mich immer über eure Hilfe. Wollen wir? So, wir starten den Einzelspieler Flashpoint, die Ruinen von Null. Das machen wir direkt über den Button. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Darth Malgus ist Darth Nul auf der Spur und wahrscheinlich werden wir in den Ruinen weitere Antworten finden. Und noch haben wir das ganze Puzzleteil nicht zusammengesetzt, was Darth Malgus hier verfolgt. Auf jeden Fall hat er schon ein paar Relikte gestohlen von den Jedi. Hört zu. Es spielt keine Rolle, wie ihr es rechtfertigt. Angst, Zorn, Hass, das ist alles nicht erstrebenswert. Ich erstrebe nichts davon. Ich beherrsche es, setze es ein. Wie ihr euer Lichtschwert. Ich erfreue mich nicht daran, mein Lichtschwert zu benutzen. Kein Jedi sollte das tun. Und doch habe ich euch noch nie ohne euer Lichtschwert gesehen. Das werdet ihr auch nie. Ah, ich fühle mich geschmeichelt. Seltsam. Die Ausgrabungsstätte liegt unter irgendeinem Energieschild. Den Daten nach ist es aber weder ein republikanischer noch ein imperialer Schild. Ist das der Grund für den Abbruch der Verbindung? Vermutlich. Wir können auch nicht durchfliegen. Das heißt, wir müssen landen und zu Fuß weiter. Ich informiere umgehend General Darun, damit er Verstärkung bereitstellen kann. Ich kann von hier keinen Ärger erkennen.
Der Ursprung des Schildes ist irgendwo am Eingang des Tempels. Wir sollten zuerst den Schild abschalten. Einverstanden? Einverstanden. Und falls es Ärger gibt, kann unsere Verstärkung an den Ruinen zu uns stoßen. Alles wird gut. Wir werden alles tun, um euren Freunden zu helfen, Tau. Besteige den Berg. Ja, dann fangen wir mal an. Tau und Lana haben wir hier mit dabei. Die beiden unterstützen uns auf dem Weg zu den Ruinen. Oh, hallo. Irgendwas stimmt hier nicht. Diese Kreaturen müssten uns eigentlich meiden. Aufpassen! Ja, warum tun sie das nicht? Das ist die Frage. Vielleicht sind die so aggressiv geworden. Der Füchs ist da. 50 Ranfüchse haben wir hier im Flashpoint erledigt. So, die Frage ist, wo gehen wir lang? Nehmen wir den langen Weg oder den kurzen Weg? Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal den langen. Vielleicht entdecken wir dann sogar noch eine Bonusmission. Bei dem gibt es schon mal keine. Gehen wir hier mal hoch. Na, wo kommt der denn her? Der war wohl eingegraben hier. Die andere Gruppe müssen wir nicht auch unbedingt noch haben. Jetzt noch nicht. Gleich kommen wir da wahrscheinlich nicht drum rum. Ja, greifen wir sie mal an. Wir müssen den Weg nehmen. Schauen wir uns mal in den Ruinen hier um. Da passiert nichts. Wir sollen uns gegen Ranfix-Angriffe verteidigen, aber irgendwie finden wir hier nichts, was uns weiterbringt. Wir haben einen Obelisken von 0 gefunden. Warte mal, da. Ah ja, den können wir verwenden. Hier kriegen wir sogar noch eine Festungsdekoration. Da haben wir nicht den erforderlichen Ruf für. Was haben wir da noch?
Ausrüstungsgegenstände, ja, die können wir mal mitnehmen. So. Dann wird unser Inventar schon wieder ruckzuck voll. Bin dabei. Gut, dann gehen wir mal den anderen Weg. Dort nach oben. Bin mal gespannt, was wir dann da entdecken werden. Ja, dann greifen wir uns mal an. Achtung! Okay, jetzt aktualisiert sich das Ganze auch. Erkunde die Umgebung. Wir sind auf dem richtigen Weg. Verborgener Schalter. Was ist das? Ah ja, okay. Ein neuer Einrichtungsgegenstand. Wollen wir mal gucken. Ja, so sieht er aus. Den nehmen wir mit. Schön, dass man hier auch mal Sachen findet zum Einrichten des eigenen Hauses. Für Schrott kann man weg. Es wird schon wieder etwas aufgeräumter dabei. Was ist das? Irritierend. Das könnte erklären, warum die Kreaturen hier so aggressiv sind. Würde mich auch nerven. Ja, so auf Dauer. Definitiv. Ich denke, das war nicht hilfreich. Nee. Dann lass uns mal kämpfen. Ein Apex Runfix. Schön im Brand setzen. Ja, wir haben ihn gleich.
Da liegt er. Wenn Darth Nul diese Maschinen gebaut hat, muss sie eine talentierte Wissenschaftlerin gewesen sein. Oder eine Meisterin der Sith-Alchemie. Oder beides. So viele Jahrhunderte sind vergangen und alles funktioniert. Das ist unglaublich. Wartet, der Schild. Den muss auch Nul gebaut haben. Kein Wunder, dass wir in unseren Systemen keine Daten darüber haben. Möglicherweise hat ihn unser Team bei der Erkundung der Ruinen versehentlich aktiviert. Sie könnten also noch leben und wohlauf sein. Oder sie haben ihn eingeschaltet, weil sie angegriffen wurden. Oder er hat sich selbst aktiviert und mehr dieser Bestien auf sie gehetzt. Oder... Lana hat recht. Bis wir eure Freunde glücklich und gesund sehen, sollten wir wachsam sein. Na gut, gehen wir einfach weiter. Das ist eine gute Idee. Vorher plündern wir noch das große Vieh, was wir gerade erlegt haben. Wunderbar. Und dann machen wir weiter in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.